Hi ho, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Through the Woods. Through the Woods. Ja, wir haben Garm, den Götterhund, den Wächter der Hölle, getroffen. Der ist ziemlich ramponiert und möchte das. Aber das habt ihr in der letzten Folge gesehen. Ich hätte Garm allerdings ganz gerne in meinem Team. Gegen. Diesen blöden. Gegen diesen blöden Fenrir. Da ist ein Felsen, den soll ich runterschmeißen. Kann ich das nicht von dieser Seite aus? Nee, scheint so als nicht. Scheint als nicht so oder so ähnlich. Es geht nicht. Nicht von dieser Seite. Garm, kannst du mir sagen, wo ich lang muss? Willst du es? Ah, okay. Ich hab's nicht für so einfach gehalten. Gut, dann. Thank you, God. Oh Mann. Da weißt du, was du getan hast? Du hast den Wächter von. Hell! Den Wächter von Hell hast du getötet. Den Höllenhund. Da! Ui! Okay, sie singt. That singing. The witch. Und das ist Hel. Also Hel. Hel. Grimduk. Ja, soll ich warten oder was soll ich tun? Soll ich rennen? Mom. Hey Mom, I want this one. You have one just like it at home, Espen. Come on. Mom. I want it. Listen to your mother now, Espen. Espen, you're not having it. Let's go. But I want it, Mom. No. Come here. Jesus, what did you do? Espen, I'm so sorry. I'm sorry, Espen. No. Ich soll ihr doch nicht folgen, oder? Why are you doing this? I didn't mean it. Ich soll doch den Dingern nicht hinterher. You have to tell them what happened. If we tell them what I did, I'll lose the firm. They'll take Espen away. We have to. It's the right thing to do. Please, please, don't say anything. It was an accident. I didn't mean it. I know. It just feels wrong. Yes, but we'll get through it. Let's just get through it together. Okay? I love you. Please, stop. Please. I didn't mean it. Don't show me anymore. Aha. Haben wir also echt irgendwas bedeutsam Fieses hinter uns? Das klingt nicht gut. Want a what? A divorce, goddammit. I want a divorce. Here it is at last.
Fine. You're welcome to one. But I'm taking Esmond. You're not taking my son! Well, I'm not leaving him with you. You broke his arm, for Christ's sake. When will you stop holding that over my fucking head? It was an accident! An accident! And you've looked at me every day since like I'm some kind of monster! I'm telling you now, if you want a divorce, no. Espen is coming with me. You bitch! Please stop it! I quit. I give up. Just don't show me anymore. Ein Unfall? Sie hat Espen den Arm gebrochen? Was? She's lying! I never hit her or Espen! I swear, please! Silence! Sit down now. I find in favor of the plaintiff, Miss Dahl. She shall retain sole custody of her son, Espen Dahl. The defendant shall have no visitation rights, and a permanent restraining order comes into effect immediately. You, sir, are to have no contact with your ex-wife or Espen whatsoever, and must keep a minimum distance of 200 feet from them, their home, Espen's school, and her place of work. Court is adjourned. No, please, God damn it, let go of me, don't! Please, don't take him away from me. Don't take him away from me! Please, I'll stop. Eric can have him. I can't. I don't want to see what comes next. Please don't. Sie hat vor Gericht gesagt, dass Espens Vater ihn geschlagen hätte? Sie hat gelogen? Das ist allerdings eine ganz miese Nummer. Miss Dahl, can we come in? You should sit down. There's no easy way to say this, so I'll just say it. Your husband was found dead in his apartment this afternoon. Oh God. Oh no. Right now, we're working on the assumption of suicide, but we're investigating. You're safe now. You and Espen are finally safe. Sorry. I'm so sorry. I wish I could take it back. It's the worst thing I've ever done. And I loved him. I did. I loved my son, too. I would have done anything to keep him close. I just had no idea his father would... that he... I made one terrible mistake and I ruined everything. I'll never forgive myself. Are you happy now, you bitch? Übel, echt übel. Alter Schwede, das ist natürlich ein ganz hartes Brot, was wir da noch mitgekriegt haben. Alter Schwede, sie hat ihren Mann quasi in den Suizid getrieben, oder habe ich das jetzt alles falsch verstanden? Das würde mich jetzt auch nicht wundern. Ich bin ja immer so ein Kandidat für, aber das klang ziemlich eindeutig. Sie hat gelogen vor Gericht, um ihrem Ex-Mann das Sorgerecht abspenstig zu machen. Und hat das auch mit voller Härte geschafft. Aber schön sieht's aus, ne?
Obwohl ich finde, dass diese komischen Kristalle hier überhaupt nicht reinpassen. Aber das soll wahrscheinlich auch so ein bisschen den Blick von der Realität wegbringen. Und scheinbar kommen die ja auch ab und zu mal ganz spontan aus dem Boden. Sieht auf jeden Fall beeindruckend aus. Auch diese Statuen finde ich mega krass. Wirklich, wirklich krass. Nee, Quatsch. In das Haus da drüben kommen wir nicht rein. Was ist das hier? Wo sind wir? Und wo gehen wir hin? Macht auf jeden Fall einen schöneren, einen freundlicheren Eindruck hier. Muss ich ja mal sagen. Zumindest freundlicher als mitten in der Nacht. Oh, miese Berge, echt miese Berge. Utheim? Das klingt nicht gut. Den Namen habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Nee, Helheim war das damals. Helheim, aber Utheim? Holy Christ! Oh my God! The wolf is real! Ich habe keinen Wolf gesehen, du? Ich habe einen Berg gesehen, der gewackelt hat und da ist ein Schiff drin und... Aber einen Wolf habe ich nicht gesehen. Berg, kannst du nochmal wackeln? Vielleicht sehe ich dann den Wolf. Ah, okay, hier lag. Okay. Scheint Sinn zu machen. Was ist das? Oh mein Gott. Okay, das ist ein Wolf. Das Alter Schwede. Na los, lauf. Speicherpunkt ist schön. Ich lang keinen mehr gesehen. Aber meint ihr nicht, dieser Wolf ist ein bisschen groß? No. Espen,
You don't. There are other children. It doesn't have to be you. Shut your mouth, you fucking coward. He's just doing his job. He's been protecting us, all of us. Look at him. He doesn't want to do it. Espen, I love you. And I'm proud of you. You're very brave. But I don't want you to do this. Please. Please. I need you. I love you, Mom. And I'm proud of Espen. You, too. Espen! No, don't. Espen, no! Es ist ja alles richtig. Es ist ja alles richtig. Das mit der Sage, okay, das mit dem Wolf. Odins Sohn hat in der Schlacht von Ragnarök hat er nur die Vernichtung der Welt verhindert, indem er diesen Deal mit dem Wolf gemacht hat. Und das war nun mal die Bedingung des Wolfs. Und Espen hat sich freiwillig geopfert. Aber auf der anderen Seite kannst du ein solches Opfer, das wird wahrscheinlich jeder Mensch verstehen, aber keine Eltern und schon gar nicht die Mutter wird so etwas wirklich jemals akzeptieren können. Aber scheinbar lässt uns das Spiel keine andere Wahl. Espen. I'm sorry. I love you. I love you, little man. Goodbye. Be safe. In town halls and libraries, in hairdressers and bars, are people who will never know what Espen did for them. What he did for all of us. The world moves on as it always has, arrogantly, without a care, but it comes with a price.
I couldn't save my marriage, and I couldn't save Espen, but he saved us. He protected all of us for a time. He was a little boy. My beautiful son. And I had to kiss him goodbye. I feel like my heart will never mend. He was better than me in every way I can think of. I don't know where he wanders or where he's going all alone. But wherever he is, I'm so proud of him. I loved him so much, I ached. I love him still. Espen was my favorite thing, my best friend. And I lost him. We lost each other. And I don't know if I can forgive myself. But now, I can forgive Espen. I'm not going to pretend I was a good mother, but I raised a good son. Now, all I have to do is make sure his sacrifice meant something. Nein! Boah, was? Wir sind jetzt der alles am Laufen hält und sich den Preis des und sich den Preis für weitere Jahre der Sorglosigkeit abholt. Ja, also, wie gesagt, es ist halt, soweit ich weiß, es ist ein Kickstarter-Projekt. Und dafür echt schön. Das Gameplay war ein bisschen hakelig und man merkt es, es ist nicht so wie Hellblade. Aber der Anspruch war ja auch gar nicht da. Und auch wenn ich des Öfteren dumme Sprüche gerissen habe, aber das Spiel ist echt nicht schlecht. Das Spiel ist wirklich schön. Die Atmosphäre ist ganz toll. Auch wenn es, wie gesagt, vom Gameplay und vom Charakterdesign jetzt nicht so der Hammer. Es ist halt alles so statisch, ne? Wie in Barbie-Filmen vor 10 Jahren. Diese 3D-Dinger. Aber atmosphärisch und von der Story, vom Storyplot am Ende, echt klasse. Finde ich schön. Hat mir gefallen. Ich bereue es überhaupt nicht. Von daher, da muss noch mein Schatz mit drinstehen in der Dankesliste. Sie hat es mir empfohlen. Und wohl genauso wie das nächste Spiel. Und ich hoffe auch, es hat euch soweit gefallen. Mir hat es gefallen. Und ich höre jetzt auch am besten auf zu sabbeln. Lasse euch den Rest des Tages genießen und wir sehen uns hoffentlich bei einem nächsten Projekt. Thanks for playing. Jawohl, ich hab's auch sehr gern gespielt. Und thanks for watching. Macht's was Feines. Adios.